Nun, nachdem wir jetzt gesehen haben, was die Chancen, Herausforderungen der Digitalisierung sind, wie die Nachhaltigkeit und die nachhaltige Entwicklung mit der Digitalisierung zusammenhängt und eben auch, wie wir gesehen haben, ein gewisser Bedarf an einer Digitalisierungsperspektive in der nachhaltigen Entwicklung besteht, schauen wir uns jetzt als nächstes an, was sind konkret jetzt diese Voraussetzungen für digitale Nachhaltigkeit? Also wie definiert sich dieser Begriff und was gibt es für Beispiele auch aus der Realität? Und ich werde Ihnen jetzt in der nächsten Lektion einige Beispiele zeigen und aufklären, was sich hinter diesen Begrifflichkeiten und Definitionen verbirgt. Das Ganze basiert auf einer Publikation, die ich vor einigen Jahren veröffentlicht habe in einem Nachhaltigkeitsjournal, wo es darum ging, dass man wirklich eben über die Digitalisierung sich Gedanken macht und eben sozusagen einen Nachhaltigkeitsaspekt in die Digitalisierung einbringt und diese Konzepte, diese zwei doch relativ komplexe Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung verbindet. Da ist es nun so, dass unter digitaler Nachhaltigkeit wird verstanden, wenn ein digitales Gut, also sprich ein Stück Software oder ein Stück Data, wenn die quasi entsprechend gewisse Kriterien erfüllen. Aber diese digitalen Güter, die sind ja, wie gesagt, die wachsen nicht aus dem Boden, die brauchen ein Ökosystem aus Unternehmen, aus Behörden, von Einzelpersonen, von Verbänden, von Organisationen. Und die schaffen diese Güter und sie nutzen sie auch, die Güter. Und das Ganze soll dann eben nicht einfach nur irgendwie für sich im Kreis um sich selber drehen, sondern soll einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten im herkömmlichen Sinn, also in dieser Idee der Triple Bottom Line, dass dann dort auch wieder ein positiver Effekt daraus entsteht. Nun schauen wir uns diese Kriterien, diese Voraussetzungen der digitalen Nachhaltigkeit einzeln an. Erstes Kriterium ist mal das digitale Gut, die Software, die Daten müssen ausgereift sein. Sie müssen verständlich sein, sie müssen korrekt sein, die Software muss modular programmiert sein. Also die Qualität an sich muss hervorragend sein. Oder mindestens so, dass es sich lohnt, daran weiterzuentwickeln. Denn nur wenn die Qualität genügend groß ist, kann sie auch einen Nutzen stiften, kann sie eingesetzt werden, ist die Software benutzerfreundlich, dann stiftet sie einen Mehrwert. Jetzt ein spannendes Beispiel in diesem Zusammenhang ist ja die Frage, wie gut sind Daten, die jetzt von ganz vielen Leuten kreiert werden, wie korrekt sind Daten, haben die irgendwelche Fehler, kann die Crowd sozusagen, die Zivilgesellschaft gute Qualität liefern. Ich zeige das an diesem Beispiel OpenStreetMap. OpenStreetMap kennen Sie vielleicht, ist so eine Plattform, wo weltweit über crowdsourced Geodaten Menschen, Millionen von Menschen Daten sammeln. Man kann danach schauen, es sind wirklich also bald 7 Millionen Menschen, die faktisch schon an OpenStreetMap Data beigetragen haben. Und die Daten sind frei verfügbar. Die ganze Plattform wurde gestartet von einer Person, Steve Coast, 2004 in England, hat einfach mal mit seinem GPS-Gerät gewisse Straßen gemappt, OpenStreetMap eben. 2004 muss ich bedenken, eben, da gab es noch kein Smartphone oder noch keine Tablets, wo da mit GPS Devices, wo man also einfach das einzeichnen konnte. Nein, da waren wirklich noch mit den ganz alten GPS-Geräten, musste man die Karten einzeichnen. Und jetzt kann man schauen, ja, hat sich das Ganze massiv weiterentwickelt. In den letzten 10 Jahren gab es da fortlaufend neue User, vielleicht ein kleiner Hick hier, aber es war, glaube ich, nur statistischer, eine neue Zählung der Benutzer. Und Fakt ist, dass sich einfach diese ganzen Anzahl Daten auf dieser Plattform verbessert haben, immer mehr vervielfältigt wurden. Die sind auch von ganz vielen Tools jetzt unterdessen zugänglich, die Daten, weil sie sind in verschiedensten Mobile-Apps zugänglich gemacht worden. Also Sie können auf Osmand, OpenStreetMap, Android oder anderen Tools können Sie auf diese OpenStreetMap Data zugreifen.
Jetzt, wie gut sind diese Daten, wie präzise sind diese Daten, die da von der ganzen Gesellschaft sozusagen eingetippt werden, das kann man nachmessen. Faktisch wurde das schon gemacht, mehrfach wurde die Qualität von OpenStreetMap-Data überprüft. Man kann quasi schauen, was ist der richtige Umriss eines Gebäudes, wenn man quasi faktisch einen Bauplan hat von einer Stadt oder einem Dorf. Und dann kann man schauen, wie ist quasi das OpenStreetMap-Modell gezeichnet. Also wie präzise wurden diese Gebäude dann eingezeichnet. Und man sieht schon hier auf diesem Ausschnitt, das ist vielleicht ab und zu mal einen halben Meter so verschoben, aber sonst sehr komplett, sehr umfassend eingezeichnet. Und das zeigt es eben auch, man kann wirklich sagen, in allergrößten Teilen der Welt gibt es heute sehr präzise Informationen auf OpenStreetMap. Also ich brauche das regelmäßig, wenn ich irgendwie, jetzt nicht gerade in der Schweiz, da hatten wir sehr gute Wanderkarten, aber wenn ich im Ausland wandere, da habe ich schon oft OpenStreetMap gebraucht, weil dort sind die Wege oftmals viel besser quasi auf OpenStreetMap eingezeichnet als auf irgendwie auf Google Maps oder auf anderen Karten. Von dem her, es kann funktionieren, wenn die Daten, wenn eine genügende Masse an Menschen, also wenn genügend Leute diese Karten zeichnen, diese Daten eingeben, dann kann die Qualität gut sein oder zum Teil sogar besser als als kommerzielle Produkte. Also stellt sich vor, jetzt eine Enzyklopädie, wer kauft heute schon irgendwelche Lexikon? Da gehen alle Leute auf Wikipedia. Es gibt keine bessere weltweite Enzyklopädie als Wikipedia. Zweites Kriterium, in der digitalen Welt ist es sehr wichtig, dass möglichst viel Transparenz herrscht, was passiert. Sei es jetzt bei den Daten, sei es bei der Software, sei es bei Algorithmen, wo quasi künstliche Intelligenz entwickelt wird, überall dort, wo man Vertrauen schaffen will in Software, ist Transparenz eine ganz wichtige Eigenschaft. Technische Transparenz. Und wenn man transparent ist, wenn man zeigt, wie die Daten aussehen in ihrer Form, wenn die Architektur offengelegt ist, wenn eben die Software zugänglich ist, dann können die Bevölkerung Vertrauen gewinnen, sie können Experten haben, die das quasi auditieren, aber es kann dann entsprechend eben auch verbessert werden, weil dann sind Möglichkeiten da, Fehler zu finden, Fehler zu flicken. Ein sehr prominentes Beispiel passierte letztes Jahr, E-Voting. Die E-Voting-Verordnung des Bundesrates sah vor, dass man faktisch zeigen musste, ob und wie diese E-Voting-Systeme sicher sind. Und da war es Teil der Verordnung, dass man eben, dass die Firmen, die dieses E-Voting betreiben, diesen Code freigeben und einen öffentlichen Intrusion-Test unterwerfen. Also dass quasi Hackers aus der ganzen Welt kommen da dieses E-Voting-System der Post anschauen, den Code anschauen, um so zu prüfen, ob die Software sicher ist, ob das alles gut funktioniert. Die Post dachte, ja, das ist eine kleine Sache, das machen wir halt, weil wir es machen müssen und dann flicken wir noch was und dann können wir im Herbst die Wahlen durchführen. Nicht so, das Ganze lief im großen Stil schief. Faktisch hat die Post entsprechend ihr System vom Markt nehmen müssen, weil eben Hacker Lücken gefunden haben, wo eben diese Sicherheit der Software, das Wahlgeheimnis nicht gewährleistet war. Und das war entsprechend der Grund, dass quasi dieses E-Voting-System nicht funktionierte im Herbst, im letzten Herbst und somit eben nur auf Papier abgestimmt werden konnte. Ich bin da jetzt selber da in so einem Expertengremium. Wir versuchen da quasi zu schauen, wie könnte E-Voting in Zukunft konzipiert werden, dass es eben wieder mehr Vertrauen hat in der Bevölkerung, dass quasi diese Fehler geflickt werden. Ein wichtiger Teil wäre gewesen, wenn der Code von Anfang an offen gewesen wäre. Dann hätten schon ganz viele Leute den schon viel früher anschauen können, die Post hätte früher eingreifen können und dieses Vertrauen wiederherstellen können. So war es viel zu spät. Es hätte sogar ein Open-Source-Projekt gegeben, ein Open-Source-E-Voting-System vom Kanton Genf. Nur leider hatte der zu wenig Support von anderen Kantonen und
die haben dann die Weiterentwicklung eingestellt. Also es ist von dem her ein bisschen ein offenes Buch, wie das mit E-Voting in der Schweiz weitergeht. Was klar ist, dann hätte man von Anfang an mehr Transparenz geschaffen, hätte dieses Kriterium der digitalen Nachhaltigkeit, hätte man das berücksichtigt, wäre das wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ein weiterer Aspekt ist, wenn es um Daten geht, insbesondere eben um große Mengen von Daten, da ist es sehr wichtig, dass möglichst viel dieser Daten maschinenlesbar ist, damit sie über diese Verlinkung zueinander von den Maschinen verstanden werden können. Sie kennen vielleicht eben die Möglichkeiten von Datenbanken, wo man ganz viele Daten einfüllen kann, aber oftmals ist die eine Firma oder die eine Behörde baut Datenbank und die andere wieder eine und die sind völlig inkompatibel, sind nicht semantisch verhängt. Und Semantik heißt eben, es ist inhaltlich miteinander verbunden und so lässt sich eben das Wissen viel besser absorbieren, auch von Maschinen. So können Informationen besser verarbeitet werden und interpretiert werden, wenn eben die Daten verknüpft sind semantisch. Es gibt ein sehr spannendes Beispiel, Linked Open Data, die Möglichkeit, quasi Daten maschinell in einem sehr guten Datenformat, eben Linked Open Data zu haben, ermöglicht letztlich die Verknüpfung von Daten über verschiedenste Datentöpfe hinweg. Die Linked Open Data Cloud, wie sie hier steht, das sind über 1200 Datenbanken, wo Daten semantisch miteinander verknüpft werden, also mit eindeutigen Schlüsseln verbunden sind. Und das wiederum ermöglicht dann eine Abfrage über verschiedene Datenbanken gleichzeitig. Ein weiteres Kriterium von digitaler Nachhaltigkeit, da geht es eigentlich um diese physische Komponenten der Digitalisierung. Also das heißt faktisch, eben wir können noch so virtuell uns bewegen, am Ende des Tages ist jede Software, läuft auf einem Computer, auf einem Laptop, auf einem Server, jedes Stück Datenspeicher, jeder Datensatz ist irgendwo gespeichert auf einer Festplatte. Also das heißt, irgendwo gibt es auch eine physische Verbindung der digitalen Welt mit der physischen Welt. Und das ist sehr wichtig, dass eben quasi Daten nicht nur an einem Ort gespeichert sind, sondern an möglichst vielen Orten niedergeschrieben sind. Und das, wenn das der Fall ist, das ermöglicht dann entsprechend auch eine Unabhängigkeit von einzelnen Knoten. Also wenn ein Knoten verloren geht, dann ist es nicht so schlimm, weil es gibt noch verschiedenste Kopien. Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle wichtigen Daten auf einer Festplatte, die geht kaputt und dann sind die Daten weg. Deshalb in Backups oder sogar mehrfache Backups oder eben so Peer-to-Peer-Systeme wie eine Blockchain, diese Distributed Ledger, diese verteilte Speichersysteme ermöglichen quasi Datensicherung auf verschiedensten Systemen gleichzeitig, ohne einen zentralen Server zu haben. Oder man kann es auch ohne Blockchain machen, wenn man einfach nur Daten dezentral verteilt speichern will, dann kann man beispielsweise dieses Interplanetary File System brauchen. Oder Sie kennen vielleicht BitTorrent auch, einfach Systeme, wo Daten über ein Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt gespeichert sind. Die sind generell stabil, eben nachhaltig, langfristig nutzbar. Dann neben diesen Eigenschaften der digitalen Güter ist es sehr wichtig, dass entsprechend auch die rechtlichen Möglichkeiten bestehen, die Daten und die Software weiter zu nutzen. Oder weil dort erst entsteht die Möglichkeit, entsprechend das Wissen wiederzuverwenden und kann entsprechend auch breit eingesetzt werden. Da geht es darum, eben zu schauen, ja, welche Art von Lizenz ermöglicht eine hohe, breite Nutzung der Daten, eine hohe, uneingeschränkte Wiederverwendung und dürfen solche Daten und Software-Teile auch in einen nicht mehr so offenen Kontext wieder eingeschlossen werden. Das ist die Frage des Copylefts. Das schauen wir dann an in der Vorlesung Digitale Nachhaltigkeit, was das Copyleft im Detail ist. Wichtig hier zu wissen ist, dass es unterschiedliche Lizenzen gibt für unterschiedliche digitale Güter. Also sprich für Software brauchen wir Open Source Lizenzen, für Data und Content, digitale Medien, Bilder, Filme, Musik, Texte, da gibt es diese Creative Commons Lizenzen.
Und das sind Lizenzen, die sind weltweit etabliert, werden tausendfach, millionenfach angewendet. Da muss man das Rad nicht neu erfinden, da kann man einfach diese Lizenzen nutzen, wenn man eben die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen will, damit Software und Daten frei genutzt werden können. Eine weitere Voraussetzung für digitale Nachhaltigkeit. Jetzt ist es aber so, dass eben selbst wenn die Daten offen sind, selbst wenn das Quellcode offen da liegt, eben wie bei Open Source Software, nützt das noch nicht so viel, wenn man nicht das Wissen über diese Daten hat, dieses Wissen hat, wie diese Software entwickelt wurde, wie sie funktioniert. Sie kennen das selber, wenn Sie selber mal schon ein Programm geschrieben haben und das dann jemandem anderes geben, dann muss sich diese Person zuerst lange eindenken, bis sie versteht, wie ist dieser Code entwickelt worden. Es ist nicht einfach so ein offenes Buch, das man so lesen kann. Und so ist es eben wichtig, das Wissen in den Köpfen der Personen, die die Software entwickelt haben oder die die Daten verstehen, dass man dieses Wissen auf möglichst viele Köpfe verteilt, um die Wissensabhängigkeit zu reduzieren und letztlich die Verbreitung dieses Tacit Knowledge, dieses Wissens über ein digitales Gut zu verbreiten. Man unterscheidet hier auch zwei Konzepte. Es gibt in der Wissensmanagement-Literatur explizites Wissen, explicit knowledge. Das sind eben alle Bestandteile, wo quasi Code oder Data, Sachen gespeichert sind auf Festplatten, in Büchern, wo auch immer einfach das, was uns quasi physisch irgendwo Wissen gespeichert ist. Und es gibt implizites Wissen, tacit knowledge. Das ist alles das Wissen, das in unseren Köpfen bleibt. Das ist eben auch sticky. Das kann man nicht so einfach transferieren und kopieren. Und das sind dann unsere Skills, unsere Fähigkeiten, unsere Ansichten, unsere Modelle, unsere Emotionen, die über das Wissen bestehen. Und man sagt oftmals eigentlich, ist das explicit knowledge eigentlich nur ein kleiner Teil, währenddem das tacit knowledge, das bei den Menschen im Kopf steckt, das ist eigentlich der große Brocken, der ausmacht, dass man beispielsweise gut kochen kann. Also Sie können sich vorstellen, ein Rezept oder ist explicit knowledge, das ist Schritt für Schritt erklärt, was man da zusammenrühren muss, währenddem man aber die Skills haben muss, eben im richtigen Moment mit der richtigen Temperatur, mit dem richtigen Bräunungsgrad, eine bestimmte Soße zu mixen. Das ist alles Erfahrung, das sind Skills, das ist Intuition, das sind dann irgendwelche Spitzenköche, die dann entsprechend gute Mönchsbrot vorbereiten. Also dieses Wissen muss verteilt sein, damit eben etwas digital nachhaltig ist. Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, Beiträge leisten zu können. Also es geht darum, faktisch eine Partizipationskultur zu schaffen, wie diese digitalen Güter weiterentwickelt werden können. Also faktisch bei Software ist nie fertig. Software hat immer irgendwelche Fehler, die man findet, hat immer welche neuen Features, die man hinzufügen könnte, irgendwelche Verbesserungen, Optimierungen. Also muss es die Möglichkeit geben, die Software zu verbessern. Und das geht mit einer Partizipationskultur. Oder auch bei Daten, Datensätze, die sind sicher mal, wenn sie jetzt irgendwelche Messdaten sind, die sind statisch, aber vielleicht gibt es, wenn wir das erneut messen, gibt es eine neue Statistik, neue Umfragen, neue Werte. Und da muss man die Möglichkeit bieten, diese Datensätze sukzessive aufbauen zu können. Also es braucht Peer-Review-Prozesse, die dann wiederum sicherstellen, dass die Qualität gut ist, dass quasi geprüft wird, was kommt in diese Datenbank rein, dass es nicht einfach falsche Daten sind, sondern dass eben richtige Daten sind. Weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang ist Linux, ein Open-Source-Betriebssystem. Da entwickeln Menschen weltweit, über 4000 Menschen entwickeln diesen Linux-Kernel weiter und tragen bei, wie dann quasi diese Code-Bestandteile verbessert werden. Und da kann man nicht einfach direkt in diesen Master-Branch etwas verbessern, sondern muss eine Kopie machen und kann auf dieser Kopie dann entsprechend Änderungen anbringen und diese dann wiederum reinspeisen, damit man mit der Software etwas arbeiten kann.
Und da gibt es einen Feedback-Prozess, da wird genau geschaut, wer hat was gemacht, warum, wird geprüft und erst wenn es sehr gute Qualität ist, darf dann in diesen Quellcode reingehen. Wichtig ist bei diesen Communities, bei diesen Gemeinschaften, die diese digital nachhaltigen Güter entwickeln, dass dort auch eine faire Führung existiert, dass quasi eigentlich faktisch eine gute Führungsstruktur herrscht, dass Entscheidungen getroffen werden, aber einfach nicht top-down, einer entscheidet alles, sondern dass es auch demokratische Elemente hat. Alle dürfen mitreden. Nun hat sich aber gezeigt, diese Gremien, da ist eigentlich nicht unbedingt dieses One Man, One Vote, eine Person, eine Stimme relevant, sondern es ist oftmals eigentlich das Prinzip der Meritokratie, das hier viel besser funktioniert. Also stellen Sie sich vor, Sie erfinden eine neue, Sie programmieren eine neue Software, geben sie frei und andere machen Beiträge. Dann haben Sie ja auch die moralische Legitimation, faktisch zu entscheiden, will ich das aufnehmen oder nicht? Will ich diese Verbesserungen entgegennehmen oder nicht? Und da gibt es die Möglichkeit, entsprechend durch dieses Meritokratieprinzip zu schauen, ja, Menschen sollen in diese Community kommen, aber es sind eigentlich die, die viel Erfahrung haben, die viel beigetragen, Merit, also diese viel Ehre haben in diesem Projekt, dass die dann entsprechend auch mehr zu sagen haben. Es ist in dem Sinn wiederum sehr interessant, das sind dann quasi hier in diesem Beispiel Linux, wurde entwickelt von Linus Torvalds 1991. Der ist zwar heute noch da oben, man sagt ihm sogar ein Benevolent Dictator, also ein gutmütiger Diktator. Der Clou ist, er hat auch Checks and Balances. Also wenn jetzt er sich unfair verhalten würde, dann könnten diese unteren Chargen sagen, ja, ich mache einfach eine Kopie von Linux Kernel. Es ist alles open, es ist alles offen, transparent, die Lizenz erlaubt es. Man kann ohne weiteres eine Kopie machen. Nun, warum macht man das nicht? Weil faktisch die ganze Community eben beim Linux Kernel ist und daran entwickelt und eben sich auch mit den Entscheidungen von Linus Torvalds einverstanden ist. Also er muss sich so entscheiden, dass die Leute unten dran nicht einfach weglaufen und dann ihr eigenes Projekt machen. Was es aber auch schon gegeben hat in Open Source Communities. Ein wichtiges weiteres Kriterium von digitaler Nachhaltigkeit ist diese breit abgestützte Finanzierung. Am Ende des Tages eben haben wir gelernt, es gibt keine Cloud, es braucht immer irgendeinen Server, wo diese Software läuft und entsprechend unabhängig ist von irgendwelchen Einflüssen. Und da ist es entscheidend, dass faktisch die Finanzierung auf möglichst viele Stufen verteilt ist. Und dass eben nicht nur eine Person, ein Philanthrop, ein reicher Mensch oder irgendwie eine große Firma oder eine Regierung alles Geld gibt und dann das ganze Projekt, diese ganze Plattform laufen hält, sondern dass es viele unterschiedliche Geldquellen hat. Und so reduziert sich eben auch dieser Interessenskonflikt, dass entsprechend eben nicht die Gefahr besteht, abhängig zu sein von einer Organisation. Ein gutes Beispiel an dieser Stelle ist Wikimedia Foundation. Die Wikimedia Foundation ist die Organisation, die letztlich Wikipedia und auch andere Wikimedia-Initiativen steuert. Das ist eine große Organisation. In San Francisco sind da über 200 Leute angestellt und haben entsprechend ein großes Budget. Das sind etwa 120 Millionen Spenden, die sie da jedes Jahr kriegen. Jetzt ist es aber so, es sind nicht einzelne große Geldgeber, die da Millionen spenden, sondern wenn man schaut in diesem transparenten Jahresbericht, es sind nur gerade etwa 15 Dollar Durchschnittsspendengröße, die da abgegeben werden. Also man kann sagen, Wikimedia ist sehr unabhängig von einzelnen Großspendern. Die können das quasi vorantreiben, ohne irgendwelche Business-Ziele, ohne irgendwelche kommerziellen Ziele zu verfolgen. Und deshalb hat das auch ein sehr hohes Vertrauen in diese Plattform. Und last but not least, Sie erinnern sich in der Übersicht, das Ganze muss auch einen positiven Impact auf die nachhaltige Entwicklung ausüben. Ein digitales Gut muss quasi die Möglichkeit bieten, dass entweder die Umwelt oder die Menschen oder auch die Wirtschaft davon profitieren.
Und erst so macht das Ganze eben Sinn, ist eben sinnvolle Entwicklung. Und da ist eben wichtig, dass die digitalen Tools entsprechend nicht unendlich viel Strom brauchen und dann eben verschwenderisch damit umgehen, wie bei Bitcoin beispielsweise, das sehr stromfressend ist, sondern dass man da sparsam ist mit den Ressourcen, dass man entsprechend einen positiven Impact hat. Ein Beispiel auch an dieser Stelle, Open Data, offene Daten, die allen zugänglich sind. Auch hier gibt es sehr gute Beispiele, wie Open Data zu nachhaltiger Entwicklung führen kann. Hier International Aid Transparency Initiative, eine Initiative, die ermöglicht, dass quasi Geberländer für Entwicklungshilfe besser ihre Daten austauschen können. Also voneinander wissen faktisch, wer hat wann wie viel in welches Projekt investiert und so auch besser die Informationen austauschen können. Und eben keine redundanten Projekte gemacht werden oder zu wenig für Bildung oder zu viel für Gesundheit oder umgekehrt ausgegeben wird. Dieses Prinzip der digitalen Nachhaltigkeit, der Open-Source-Lizenzen, das ist nicht nur jetzt bei Software, bei digitalen Gütern wird das angewendet, sondern immer mehr auch in anderen Bereichen. Es gibt beispielsweise Open-Source-Licenses für Samen, also für in der Landwirtschaft, wo faktisch DNA-Analysen gemacht werden, die Sequenzierung und in dem Sinn die Möglichkeit besteht, eben quasi genetisch veränderte Pflanzen zu produzieren und die dann aber wiederum, wenn sie geerntet werden, keine neuen Samen produzieren können, eben nicht mehr wachsen, sondern da muss quasi der Bauer wiederum vom gleichen Agrokonzern Samen kaufen. In dieser Stelle hier jetzt eben eine Alternative, ein Open-Source-Modell, wo quasi Samen geschützt sind vor solchen kommerziellen Interessen. Oder das gleiche Prinzip eben auch im Bereich der Pharma, Open-Source-Pharma, dass Medizin, Medikamente entsprechend ohne Problem vervielfältigt werden dürfen, ohne diese Patente. Und das ist natürlich gerade jetzt in dieser Covid-19-Krise sehr wichtig. Wer findet diesen Impfstoff, wer kann quasi machen, dass wir hier diese Krise überwinden können. Und da wäre es wichtig, dass eben dann nicht nur die reichen Länder davon profitieren, sondern möglichst alle Länder dieser Welt. Und das ist möglich, wenn eben der Quellcode der Medizin offengelegt wird, unter Open-Source-Lizenzen faktisch. Dass es politisch nicht immer ganz alle einer Meinung sind, das ist klar, oder? Es sind auch kommerzielle Interessen verbunden damit. Da gibt es eben seit über 10 Jahren diese parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die sich eben für diese Themen Open Data, Open Source Software einsetzt, auch schon zig politische Vorstöße eingereicht hat, Anlässe organisiert hat, Hearings durchgeführt hat, Gespräche mit Verwaltungskaderleuten, Bundesräten durchgeführt hat, also sehr breit sich vernetzt hat in der Politik, wenn es um die Digitalisierung geht. Das ist in dem Sinn interessant, eben wenn man sieht, was sind die einzelnen Themen, die unterstützt werden. Also da kommen sie sozusagen wieder, wie wir in den vorigen Slides gesehen haben, Open Source Software, offene Standards, offene Daten, Open Access, also dass quasi Ergebnisse aus der Forschung offen zugänglich sind, Open Content, also die ganze Wikimedia-Thematik, Open Internet, das Internet genutzt werden kann ohne Einschränkung und Open Government, dass quasi die Regierungsführung möglichst transparent und partizipativ gestaltet ist. Um diese Ideen weiter zu verbreiten, werden schon seit einigen Jahren noch Anlässe organisiert. So der bekannteste Anlass ist wahrscheinlich diese DINACON, Konferenz für digitale Nachhaltigkeit. Dieses Jahr online am Freitag, der 20. Oktober, mit Referaten von Leuten aus der ESA, aus der European Space Agency und von den Entwicklern der Swiss Covid App. Ja, Fazit: digitale Nachhaltigkeit, was ist das? Jetzt haben Sie es kennengelernt, das Prinzip. Es soll darum gehen, letztlich einen Paradigmenwechsel
hervorzurufen, dass die Digitalisierung eben nicht mehr im Dienste der großen Firmen wie Facebook und Google und Amazon passiert, sondern dass die Gesellschaft möglichst viel profitiert und dass der Nutzen eben für die Menschheit heute und auch morgen maximiert werden kann. Also eine intergenerationelle Gerechtigkeit und eine intergenerationelle Gerechtigkeit geschaffen wird. Von dem her zum Schluss noch ein eben kleines Beispiel, wie könnte eben digitale Nachhaltigkeit angewendet werden oder eben wie digitale Nachhaltigkeit ist diese Swiss Covid App, die Sie ja hoffentlich alle installiert haben, damit Sie möglichst informiert werden, falls Sie in Quarantäne müssen. Also so sieht sie aus, Sie können sie quasi herunterladen aus diesen einzelnen App Stores, ist unterdessen ja öffentlich. Was hier spannend ist, eben, wie funktioniert das ganze Prinzip? Privacy by Design ist so das Prinzip. Man sieht eben, wenn man jemand eine Code hat, diese App läuft, sendet die alle paar Minuten so einen Code aus. Und wenn jemand in der Nähe ist mit der gleichen App, dann gibt es so entsprechende Pairs, die entsprechend auf beiden Phones abgespeichert werden. Nicht auf einem zentralen Server, das ist ganz wichtig. Die Daten, wo man sich getroffen hat, die sind nur auf den Smartphones der jeweiligen Person gespeichert und nur für etwa 2 Wochen. Jetzt, wenn eine der Personen Covid-19 positiv getestet wird, kriegt sie einen Code, einen Covid-Code und muss diesen Code entsprechend eingeben in der App. Und wenn dann dieser Code eingegeben wird, dann wird ein zentraler Server informiert und dieser zentrale Server wiederum schickt diese Codes der positiv getesteten Personen quasi, also alles anonymisiert, verschlüsselt, aber verschickt dann diese Codes wiederum an die Personen, die die App installiert haben. Und wenn die dann wiederum feststellen, dass sie sich eben in letzter Zeit mit der einen Person getroffen haben, die da positiv ist, dann kriegt man eben eine Warnung. Also dann kann man frühzeitig in die Quarantäne, bevor jetzt eben dieses ganze Tracing da belastet ist, kann man eben schon informiert werden darüber. Und so kann man hoffentlich diese Ansteckungskette unterbrechen. So funktioniert das Prinzip. Technisch ist das in dem Sinne eine sehr innovative Sache. Es nutzt dieses Bluetooth Low Energy Protokoll, das eben mit sehr wenig Energie, sehr wenig Batterienutzung diese IDs verschickt und dann entsprechend dieses Pairs bildet. Das Ganze basiert auf einer API, einer Programmierschnittstelle von Apple und Google, die sich da im Frühling 2020 sehr rasch zusammengetan haben und quasi einen weltweiten Standard geschaffen haben, wie Android und iOS eben solche Bluetooth Low Energy Signale verschicken und verschlüsseln. Der Haken ist ein bisschen eben, es funktioniert nur auf den neueren Modellen. Das ist eben auch ein bisschen behinderlich. Dennoch lade ich Sie gerne ein, das mal auszuprobieren, ob das auch mit Ihrem Smartphone funktioniert. Und das Ganze ist hochgradig verschlüsselt. Von dem her, also ist privacy-mäßig sehr ein cleveres System. Das Geniale daran ist vor allem eben, es ist wirklich Privacy by Design. Und das ist nicht selbstverständlich, weil das Modell, das zu Beginn in allen Munde war, als man diese App-Idee entwickelt hat im Frühling 2020, war dieses PEPPPT, das Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing Protocol. Und mit dem hätte man dann quasi auch diese Information ausgetauscht, diese Pairs von Ideen, hätte die dann aber als ganze Pairs eingeschickt an einen zentralen Server. Und dann hätte quasi dieser Server hat dann gewusst, oder diese Leute, die den Server steuern, die wissen dann quasi, wer sich mit wem wann getroffen hat. Es ist zwar immer noch verschlüsselt, aber man kann die Sachen auch anonymisieren. Und der Punkt ist eben, es funktioniert so, dass wenn jemand angesteckt ist, schickt er die Information rein und dann kann der zentrale Server weiß dann eben, mit wem hatte diese Person in den letzten paar Tagen Kontakt und schickt dann Warnmeldungen an die Personen, die da betroffen sein könnten. Der große Unterschied hier jetzt eben ist bei diesem Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, DP3T, ist, dass eben schon aus der
Konzeption her gar nicht möglich ist, diese Tracing-Daten herauszufinden. Weil es ist eben, genau wie vorhin schon beschrieben, so, dass die Leute schicken, nur wenn sie angesteckt sind, einen Code an einen zentralen Server. Und der verschickt dann alle paar Stunden entsprechende Daten an die einzelnen Smartphones. Und erst, wenn die Daten auf dem Smartphone sind, weil eben diese ganze Pairs nie auf den zentralen Server kommen, erst dann wissen dann die Leute hier beispielsweise, dass sie angesteckt sein könnten. Diese Person hier oben kriegt die Nachricht nicht, weil eben quasi auf ihrem Smartphone dieses Meeting, also diese ID von der Person hier nie gespeichert wurde und so sie auch nicht angesteckt sein kann von dieser Person. Also das ist ein Prinzip, das eben von Anfang an verhindert, dass entsprechend Privacy, also Datenschutz, eingeengt wird. Jetzt, wenn wir den Test durchführen, diese 10 Kriterien der digitalen Nachhaltigkeit an der Swiss-Covid-App applizieren, sehen wir, dass das wirklich eine sehr gute Sache ist, in hohem Grad digital nachhaltig. Also schauen wir uns mal an, Ausgereiftheit der Software, der Daten, ja, kann man sagen, weil eben ein sehr hoher Datenschutz stattfindet, ganz viel besser, als wenn man es jetzt mit dem herkömmlichen Modell gemacht hätte. Zweitens, Transparenz, ist das erfüllt? Ja, weil alle Software, die da verwendet wird, inklusive die Server-Software, ist auf GitHub verfügbar. Weiteres Kriterium ist die Semantik. Sind die Daten verlinkt miteinander? Ja, das sind sie, logisch. Mit diesen IDs, mit diesen Pairs können die Daten verbunden werden. Ist jetzt dieses ganze System ein verteiltes System? Braucht es keinen zentralen Server? Nein, fairerweise muss man hier sagen, nein, es braucht einen zentralen Server vom Bund, der gesteuert wird, der muss laufen und wenn das irgendwie ausfallen würde, würde das System nicht mehr funktionieren. Also das wäre so quasi nicht ganz digital nachhaltig. Bezüglich Lizenz, ja, ist wiederum sehr Open Source, eben alles verfügbar und eine Mozilla Public License auf GitHub herunterladbar und eben wiederverwendbar. Also Sie können faktisch Ihre eigene App bauen mit diesem Code, der da verfügbar ist. Und das ist absolut legal. Das Wissen ist geteilt über verschiedene Köpfe von verschiedenen Personen, die da involviert sind, verschiedene Firmen, verschiedene Behörden, verschiedene Hochschulen. Es ist auch partizipativ. Menschen konnten da beitragen, Kommentare abgeben, Hinweise liefern. Und das ist in dem Sinne Möglichkeit, eben aus der zivilen Gesellschaft das Wissen zu aggregieren. Faire Führungsstruktur ist ja ein bisschen die Frage, ist es wirklich so meritokratisch, dass die viel entwickelt haben, das Sagen haben? Nein, muss man sagen, an dieser Stelle ist es der Bund, das Bundesamt für Gesundheit, das die App bestellt hat, bezahlt hat in weiten Teilen und dann in dem Sinne auch befehlen kann. Aber es wurde nicht alleine von der Verwaltung finanziert, auch die Forschung selber, die EPFL und ETH, die da mitgewirkt haben, haben selber investiert und deshalb ist man auch nicht nur abhängig von der Bundesverwaltung, was diese Finanzierung angeht. Und jetzt ist die Frage eben, nützt das Ganze etwas, bringt es etwas für einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung? Tja, das wissen wir dann wahrscheinlich, wenn dieser ganze Horror vorbei ist. Man weiß jetzt schon eben, es werden diese Codes eingegeben, es funktioniert aber zum Teil logistisch noch nicht so ganz. Also rein technisch würde es funktionieren. Ob es dann alles unter dem Strich was bringt, diese Frage ist noch offen, würde ich sagen. Gut, jetzt mit dieser Folie ist in dem Sinn diese zwei Lektionen Einführung in die digitale Nachhaltigkeit vorbei. Das Ganze wird fortgesetzt im dritten Semester in der Vorlesung digitale Nachhaltigkeit. Da schauen wir uns noch viele weitere Themen an, Datenschutz, Urheberrecht, Ethik von künstlicher Intelligenz. Das Thema Open Source wird vertieft, Ökologie, soziale Nachhaltigkeit. Viele weitere Aspekte werden wir da anschauen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, gute Gesundheit und viel Erfolg bei der Übung und bei der Prüfung.